Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video soll es mal um einige geheime Orte in GTA Online gehen, die du auch vielleicht noch gar nicht kanntest. Und da der erste Teil vor einigen Monaten so gut bei euch angekommen ist mit weit über 1000 Likes, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach mal einen zweiten Teil dazu. Und deshalb würde ich mich auch wieder riesig freuen, wenn wir heute auf dieses Video ebenfalls wieder die 1000 Likes packen würden. Und wenn du neu auf meinem Kanal sein solltest und dir dieses Video halt gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall kostenlos ein Abo da. Und wenn du den ersten Teil vielleicht noch nicht kennst oder noch nicht gesehen hast, dann schau doch einfach mal unten in meiner Videobeschreibung vorbei oder jetzt hier oben rechts im Video, denn dort habe ich euch den ersten Teil ganz einfach mal verlinkt. Diese Secret Locations, die ich euch jetzt in diesem Video zeigen werde, könnt ihr ganz einfach auf allen Konsolen in GTA Online betreten und dazu müsst ihr nur eben das machen, was ich euch in diesem Video hier zeige. Aber ich würde sagen, kommen wir nun einmal zum ersten geheimen Ort. Der erste geheime Ort ist ein Ort, der letztes Jahr mit dem Biker DLC neu ins Spiel hinzugekommen ist. Und zwar handelt es sich hierbei um das Motorrad-Clubhaus der Losts. Dieses Clubhaus ist komplett eingerichtet und es ähnelt ziemlich dem einstöckigen Motorrad-Clubhaus, welches wir uns eben kaufen können. Im Inneren gibt es genau wie bei unserem Motorrad-Clubhaus eine Bar, eine Dartscheibe und eben auch das versiffte Klo. Allerdings gibt es hier drinnen auch zahlreiche Easter Eggs zu finden, wie zum Beispiel die Bilder der Mitglieder der Losts aus den alten GTA-Teilen, die ihr hier auch gerade schon an der Wand sehen könnt. Und wenn ihr euch da drinnen mal genauer umsehen wollt, beziehungsweise nach weiteren Easter Eggs suchen wollt, dann müsst ihr dafür nur ein eigenes Motorrad-Clubhaus haben oder ihr müsst einen Freund haben, der eben ein Motorrad-Clubhaus hat. Denn hierfür müsst ihr eben eine bestimmte Motorrad-Clubhaus-Mission starten und dafür braucht ihr eben ein Motorrad-Clubhaus. Diese könnt ihr ganz einfach in eurem Motorrad-Clubhaus im Gruppenraum starten und zwar nennt sich diese Mission Cracked und ihr erkennt diese eben an dem Bild, wo sich der Safe drauf befindet. Und wenn ihr diese Mission nicht habt, dann solltet ihr einfach mal die Lobby wechseln und dann habt ihr auch direkt wieder drei neue Missionen bei euch im Clubhaus an der Wand und das müsst ihr eben halt so lange machen, bis ihr diese Mission bekommt. Bei mir kam die Mission auf jeden Fall bei den Aufnahmen zu diesem Video hier nach dem dritten Mal, nachdem ich halt zum dritten Mal die Lobby gewechselt habe und dafür habe ich gerade mal um die 5 Minuten Zeit investiert. Jedenfalls müsst ihr in dieser Mission eben zum Clubhaus der Losts fahren und dort müsst ihr eben einen Safe knacken und das Geld der Losts klauen. Ich feiere diese Mission auf jeden Fall richtig hart, weil wir eben durch diese Mission diese neue Secret Location letztes Jahr mit dem Biker DLC im Oktober 2016 neu in GTA Online hinzubekommen haben. Der zweite geheime Ort, den ich euch in diesem Video hier zeigen möchte, befindet sich unter der Map von Los Santos und zwar handelt es sich hierbei um das Luxus-Apartment, welches wir uns auch selber kaufen können. Aber das Besondere ist halt eben, dass Rockstar Games dieses Apartment eben unter der Map platziert hat und wir können dieses Apartment eben mit einem kleinen Glitch besuchen und sogar auf dem Apartment selber drauf rumlaufen. Und dafür solltet ihr zunächst einmal mit einem Helikopter dorthin kommen, wo ich mich gerade hier im Video befinde und zwar ist das die Straße direkt beim Eclipse Tower. Und wenn ihr dort angekommen seid, dann solltet ihr den Helikopter irgendwo gut parken, wo eben keine NPCs gegen den Helikopter gegenfahren, denn dieser dient uns eben dazu, dass wir immer einen neuen kostenlosen Fallschirm bekommen, wenn wir einmal in den Helikopter einsteigen. Als nächstes braucht ihr ein Auto und dieses solltet ihr genauso parken wie ich hier im Video und danach klettert ihr ganz einfach auf die Motorhaube des Autos drauf und dann drückt ihr die Viereck-Taste, damit ihr euch eben in den Wallbridge reinzieht, genauso wie ich das hier auch im Video mache. Und wenn ihr nun unter
ihr die Map fallt, dann solltet ihr direkt euren Fallschirm öffnen und dann fliegt ihr sanft in Richtung Tinsel Tower. Drückt am besten dafür die L1 und die R1-Taste, denn so könnt ihr wirklich euren Flug deutlich besser kontrollieren und nach einiger Zeit werdet ihr dann halt auch schon das Apartment sehen können und dort müsst ihr dann halt einfach nur noch drauf landen. Der Boden ist auf jeden Fall hier zu 100% fest und ihr könnt hier wirklich drauf rumlaufen und wenn ihr in die Ego-Perspektive geht, dann könnt ihr sogar alle Texturen sehen und ihr könnt sogar alle Spieler sehen, die sich gerade in ihrem Apartment drinne befinden. Und wenn ihr wieder zurück auf die Map wollt, dann müsst ihr einfach nur an der Seite runterspringen und dann spawnt ihr auch schon wieder oben auf der Map. Der nächste geheime Ort, den ich euch nun zeigen möchte, ist das Kino. Und wenn ihr euch nun denkt, hä, ich kann doch ganz einfach ins Kino reingehen, indem ich ganz einfach $20 oder so bezahle und dann sitze ich da drinnen und kann mir einen Film angucken. Nein, denn ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr eben im Kinosaal frei rumlaufen könnt und wie ihr euch den Kinosaal mal ganz genau angucken könnt. Dafür müsst ihr als allererstes mal zu dem Kino kommen, welches sich eben in der Nähe des Golfplatzes befindet. Und dann braucht ihr eine Jobeinladung auf eurem Handy von Geralt. Habt ihr nun so eine Job-Einladung von Geralt auf eurem Handy, dann müsst ihr euch jetzt nur beim Eingang des Kinos mit L1 an die Wand anlehnen, aber so, dass ihr halt eben dabei die Meldung oben links stehen habt, dass ihr ins Kino reingehen könnt, wenn ihr eben die Pfeiltaste nach rechts drückt. Und nun müsst ihr eben euer Handy ziehen und dann geht ihr in eure Jobliste und dort nehmt ihr jetzt die Einladung von Geralt an und dabei spammt ihr wirklich nun die ganze Zeit die Pfeiltaste nach rechts, damit ihr eben ins Kino reinkommt. Seid ihr nun im Jobmenü angekommen, dann müsst ihr dieses ganz einfach wieder verlassen, indem ihr die Kreistaste drückt und die Meldung dann noch mit X bestätigt. Und sobald das Jobmenü verschwunden ist, dann müsst ihr jetzt weiter die Pfeiltaste nach rechts spammen, bis ihr nämlich jetzt dann im Kino spawnt und dann könnt ihr auch drinnen frei rumlaufen. Ich finde diesen Ort auf jeden Fall richtig cool und jeder GTA-Spieler sollte hier drinnen wenigstens einmal gewesen sein. Und wenn ihr nun wieder aus dem Kino raus wollt, dann müsst ihr jetzt einfach nur noch durch die Seitenwände durchlaufen und dann fallt ihr auch schon unter die Map und dann spawnt ihr wieder draußen. Denn die Wände des Kinos sind eben nicht fest und deshalb solltet ihr auch wirklich darauf aufpassen, nicht dass ihr aus Versehen wieder nach draußen fallt. Der nächste geheime Ort ist ein Wallbreach über einem Bekleidungsladen und zwar über dem Ponzi Boys oder wie der Schuppen eben heißt und dieser befindet sich direkt in der Nähe des Kinos. Ich persönlich mag eigentlich keine Wallbreaches, sage ich auch ganz ehrlich und ich habe eigentlich in meiner ganzen YouTube-Laufbahn innerhalb von 3 Jahren, glaube ich, 4 oder 5 Wallbreaches nur hochgeladen, aber diesen Wallbreach finde ich wirklich richtig gut und ich finde auch jeder GTA-Spieler sollte diesen Wallbreach wirklich kennen, da er eben was ganz Besonderes ist. Jedenfalls braucht ihr hierfür ein hohes Auto, wie zum Beispiel einem Insurgent oder einem Insurgent Pickup und diesen müsst ihr dann ganz genau so parken wie ich hier im Video und wenn ihr das dann nun gemacht habt, dann müsst ihr nur auf die Motorhaube draufklettern und euch dann genauso in die Wand ziehen, genauso wie ich das hier eben im Video mache. Ich feiere diesen Ort auf jeden Fall wirklich richtig heftig, da man eben so auch das Bekleidungsgeschäft betreten kann, auch wenn dieses eben zu ist, beziehungsweise auch so kann man dieses Bekleidungsgeschäft dann in irgendeiner Mission oder so betreten, wo man normalerweise nicht in das Bekleidungsgeschäft rein kann. Denn hinten bei der Kassiererin befindet sich eben ein kleines Loch und wenn ihr euch dort einfach reinfallen lasst, dann fallt ihr logischerweise ganz einfach in das Bekleidungsgeschäft rein.
Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr in den Wohnwagen von Trevor kommen könnt und das eben im Online-Modus. Ich weiß, diesen Ort kann man auch ganz einfach im Story-Modus besuchen, aber im Online-Modus ist das Ganze doch eben etwas ganz Besonderes, denn hier kann man eben mit seinen Freunden zusammen diesen Ort besuchen. Jedenfalls müsst ihr dafür mit einem Freund zusammen zum Wohnwagen von Trevor in Sandy Shores kommen und dafür solltet ihr eben einen Helikopter mitbringen und diesen solltet ihr in etwa so parken wie ich hier im Video, nämlich auf der Garage von Trevors Wohnwagen. Und nun muss euer Freund nur noch hingehen und euch eben aus diesem Helikopter rausziehen, indem er lange die Dreiecktaste gedrückt hält und dann werdet ihr auch direkt durch die Decke in den Wohnwagen gebreached. Und nun könnt ihr euch den Wohnwagen von Trevor mal genauer angucken oder ihr macht einfach ein richtig geiles Selfie im Wohnwagen von Trevor. Der letzte geheime Ort, den ich euch heute in diesem Video zeigen möchte, ist eben die Tiefgarage, die auch schon in der ersten Story-Mission vorkommt, wo eben Franklin und Lamar eben ein Autorennen durchfahren. Dafür müsst ihr euch jetzt zunächst einmal in den Tunnel begeben, der sich auch in der Nähe der Autobahn befindet, beziehungsweise der Eingang zu diesem Tunnel befindet sich direkt bei der Autobahn und die Kartenlocation seht ihr ja eh hier gerade schon im Hintergrund und dann solltet ihr eben noch ein kleines Auto mitbringen, wie zum Beispiel einen normalen Elegy oder eben einem T20. Und dann fahrt ihr ganz einfach mit dem Auto durch den Wallbridge durch, so wie ich das hier auch gerade schon im Video mache. Und dann fallt ihr eben unter die Map und dann landet ihr auch schon in dieser Garage. Solltet ihr aber jetzt Probleme haben, mit eurem Auto durch diesen Wallbridge eben durchzukommen, dann fahrt auf jeden Fall mal rückwärts durch den Wallbridge, denn so funktioniert das Ganze bei mir immer ohne Probleme. Jedenfalls ist dieser Ort nicht so wie im Story-Modus, denn dieser Ort hier ist total verbuggt und hier sind auch nicht alle Texturen geladen. Und dort, wo sich eben das Tor befindet, welches eben in die Bank führt. Dort ist einfach mal ein Loch und dieses Loch führt ganz einfach unter die Map. Aber dennoch finde ich, dass jeder GTA-Spieler wenigstens einmal in seiner GTA-Spielzeit diesen Ort besucht haben sollte. So, das waren nun aber auch alle Secret Locations, die ich euch heute zeigen wollte. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Erkunden dieser ganzen Secret Locations. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, welche Location ihr am besten fandet, beziehungsweise welche Location ihr auch vielleicht noch gar nicht kanntet. Ich bin aber jetzt mal raus, habt auf jeden Fall noch einen richtig geilen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.